Wir haben die Hütten und den Lulav erklärt, aber es gibt auch einige außerbiblische Traditionen um die Zeit Yeshuas, die für unser Verständnis seiner Handlungen wichtig sind. Der Talmud beschreibt Traditionen, die sowohl Wasser als auch Licht beinhalten. Während des Sukkot führte der Hohepriester eine Prozession an, um Wasser aus einem Teich in der Nähe des Tempels zu schöpfen. In einer Tradition, die wahrscheinlich auf diesem Vers basierte. Danach wurde das Wasser auf den Boden des Tempelgeländes gegossen und die Pilger jubelten vor Freude. Wir wissen aus dem Neuen Testament, dass es zu Sukkot war, als Yeshua seine Stimme über die Menge erhob, wahrscheinlich während das Wasser ausgegossen wurde, und sagte: Wenn jemand Durst hat, soll er zu mir kommen und trinken. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus seinem Herzen werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Auch wurden zur Zeit des Sukkot 4 riesige Menorahs aufgestellt, die ihr Licht über die ganze Stadt strömen ließen. Gleich im nächsten Kapitel des Neuen Testamentes lesen wir, dass Yeshua sagte: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Yeshua war ein Jude seiner Zeit, der die Kultur gut kannte und sogar diese außerbiblischen Traditionen benutzte, um auf sich selbst hinzuweisen.